Rampe stellt für viele Pferde eine Herausforderung dar. Denn die Trittgeräusche und der ungewohnte Bodenbelag verunsichern die Vierbeiner. Bevor mit der Übung begonnen wird, sollte das Pferd mit dem Hindernis vertraut gemacht werden. Normal klopfen sie mit den Füßen noch mal drauf. Und das dürfen sie auch. Wird alles untersucht. Das ist wichtig. Zu Beginn wird das Pferd am Seil über die Rampe geführt. Oft benötigt das Pferd ein wenig Zeit und häufiges Üben, bevor es das ungewohnte Hindernis betritt. Zu schnell, komm mal noch langsamer, dass du nur mit den Vorderfüßen zur Rampe kommst. Wenn der Kopf runter geht, lass ihn. Ein Rückbau der Rampe erleichtert den Einstieg in die Übung und fördert das Vertrauen des Pferdes. Okay, nochmal angehen. Jetzt. Jawohl. Super. Und runter und loben. Aufpassen. Ja, ja. Lauf, 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 lauf. Super. Geschafft. Loben. In der nächsten Übungsphase kann mit dem Training ohne Seil begonnen werden. Mensch und Tier passieren dabei gemeinsam das Hindernis. Später soll das Pferd allein, aber am Strick über die Rampe gehen. In der perfekten Ausführung lässt sich der Vierbeiner ohne Seil auf die Rampe schicken.